Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call to Arms Ostfront. Wir steigen direkt in den Angriff ein auf der Karte mit einem Stamm, wo wir Munition bekommen, um unsere Bestände etwas aufzufüllen. Da bestätigen wir und wie in dem letzten Teil schon gezeigt, haben wir uns jetzt die 8.8er Flak 36 freigeschalten und auch gleich gekauft, um die dickeren Panzer knacken zu können. Dann starten wir mal ins Spiel. Alle großen Dinge sind einfach und viele können mit einem einzigen Wort beschrieben werden. Freiheit, Gerechtigkeit, Ehre, Pflicht, Gnade und Hoffnung. Winston Churchill. So, die Karte ist da. Dann starten wir gleich mit unserer ersten Gruppe, wo auch unsere Flak dabei ist. Und zwar hier. Und ziehen mal Stellung hier oben. Und holen dazu unsere Panzerabteilung. Lassen die erstmal in Stellung rollen. Da war ein MG irgendwo. Scharfschütze, okay. Vielleicht finde ich ja noch, aber das ist eigentlich schon eine gute hohe Position.
Okay. Panzer meldet sich einsatzbereit. Dann, was haben wir hier noch? Pack. Stuck. Ein Feldingenieur. Die Pack holen wir ja noch. Jetzt wird es ein bisschen voll, ja. Auf jeden Fall. Dann steht zum Beispiel ein Sticker auf uns. Schießen wir durchs Haus, aber jetzt vielleicht. So, jetzt müssen die wieder abprallen raus. Haben wir ja nach unten stehen. Okay, die Pack, die kann man hier mit hinstellen. Panzer, wir sind einsatzbereit. Die Sunnies. Alles sind gespürt. Die hängen wir mal ab. Die Plack kann nicht hingestellt werden. Versorgen. So,
Jetzt haben wir die vollen Truppenstärke erreicht. Da ist noch ein Geschütz. Die Stück kommt hier hin. So, machen wir doch mal ein bisschen erspähen. Jetzt würde ich die Pack vorziehen. Also das 8-8er Geschütz. Uiuiui, was war das? Das war irgendwas Großes. Oh fuck. Da stand ein Kraftfahrer 2. Der hat mich voll erwischt. Jetzt muss ich schnell meine... Den hat es auch richtig zerlegt. Schade, den hätte ich gerne genommen. So. Ein neuer Versuch.
besser nicht. Versuche ich mal von der Seite das Ding rauszunehmen. Und rausgenommen. Nochmal gleich nachsetzen. Stehen. Achtung, feindliches Geschütz! Gut, mit eingeladen. Sanitäter!
Infanterie zusammenschießen. Schützentrupp nimmt mal Herstellung. Aber am besten. Das sieht nach einem KV-1 aus. Neuere Version, den kralle ich mir gleich mal. Praktisch. Jawohl. Sie macht mich zur Zielscheibe. So, der ist wieder einsatzfähig.
Okay. Dann wird das erstmal geklärt. Die Achter kommt hier hin. Was sollen wir tun? Rücken wir aus? Steht hier eigentlich noch? Ah, Munitionswagen. Ich kann hier mal auffüllen. So, leider ist der KV-1 ja explodiert, den ich als nächstes genommen. Panzer meldet sich einsatzbereit. Die Frage, was zuerst? Ja, da schießt schon was. Ja, warte mal. Ziemlich weit hin, ne? Das scheint erledigt zu sein. Jetzt muss man hier irgendwie noch gehen, damit ich das Geschütz da drüben hinkriege.
Da kommt was. Feindliche Angriff! Feindliches Angriff! Bleib stand!
Okay, von der Seite eher schwierig. Versuchen wir mal auf der anderen Flanke. Okay. Hier hat man noch eine Pack. Dann gehen. Wie lauten die Befehle? Panzer erwarten ihre Befehle. Oh, hab ich erwischt? Mit was das denn? Da steht noch was. Zwei Geschütze. Das sieht noch nach Pack aus. Sogar noch. Ja, zwei Packs. Und MG. Zu weit weg.
Okay, ich bräuchte da unbedingt noch Muni. Schauen wir mal kurz. Sonst wird aufstehen. Okay, die ist fort und da müssen wir nochmal ran. Steht auch noch irgendwo was. Das war ja. LMG. Hab ich bloß nicht. Jetzt hat uns solch einen Haufen Minen dabei. Das mal weg. Scheint schon hinüber zu sein. Hier könnte ich noch ein bisschen reinhalten.
auffüllen. Nochmal aussperren. Da haben wir noch dieses MG. Da steht noch welche. Da ist Verstärkung gekommen. Gleich wieder auf das Geschütz drauf. Hier muss noch eine Kette repariert werden. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Scheiße, das ist echt zu schwer. Okay.
Oh, fuck. Panzer einsatzbereit. Das gäb's doch nicht. So, den zweiten Punkt haben wir eingenommen. Schwierige Geburt. Jetzt müssen wir nochmal unsere Truppen sammeln. Und da ist irgendwo hinten ein Geschütz. Das haben wir jetzt gerade nicht drin, aber... Jetzt wird's schon eng. Panzer, wir sind einsatzbereit. Panzerfahrer, oder kann er rein? Panzer meldet sich einsatzbereit.
Okay. Schussfeld kriegt man eigentlich ja eher schlecht hin. Ja. Eine Aufklärungsmission. Vielleicht kann ich das Geschütz ausschalten. Oder die Geschütze. Schlecht.
Scheiß. Versuchen wir nochmal mit einer Packfeuer zu erwischen. Soll ich noch reicht, den Arm zu nehmen?
diesmal schon mal wieder drauf halten. War ziemlich knapp. Ich hätte es vielleicht noch eingenommen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Aber leider nein. Jetzt bin ich natürlich etwas ausgeblutet, obwohl die Fahrzeuge, die jetzt nicht übernommen worden sind, sind noch vorhanden.
Werde ich erstmal wieder herstellen alles. Geld habe ich noch ein bisschen was. Könnte ich vielleicht noch hinbekommen, die Truppen wieder voll zu machen. Forschungstechnisch haben wir erstmal nur 2 Punkte insgesamt jetzt. Können wir damit was machen? Packen wir uns erstmal durch. Unten bei den Panzern. Nicht wirklich. Gut, dann sparen wir die mal. Ja. Ich denke, macht Sinn. Verbesserte Schützentruppen wäre natürlich eine Variante. Aber ich denke mal, ich spare die. Und dann geht es weiter bei dem nächsten Gefecht, nächste Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dieses knappe Rennen, gerne ein Däumchen da lassen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen. Servus.